Die Weinbergschnecke, Helix pomatia, auch schwäbische Auster genannt, ist eine gehäusetragende Landschnecke, die systematisch zu den Landlungenschnecken, Stylomatophora, und hier zur Familie der Helixidae gerechnet wird. Ein Epipragma, von griechisch Trennwand, also etwa aufgesetzte Wand, Deckel, ist ein Kalkverschluss von Schneckengehäusen, der den Weichkörper der Schnecke vor Austrocknung und Frost schützt. Das Epipragma ist jedoch luftdurchlässig, sodass die Schnecke weiterhin atmen kann. Weinbergschnecken bilden ein Epipragma, wenn sie sich in ihr Winterversteck begeben. Die Schnecke wirft den Verschluss ab, sobald er nicht mehr benötigt wird, wenn sie zum Beispiel ihr Winterversteck verlässt. Die Weinbergschnecke ernährt sich von weichen, welken Pflanzenteilen und Algenbewüchsen, die sie mit ihrer Raspelzunge, der Radula, auf der sich rund 40.000 Zähnchen befinden, abweidet. Die Annahme, dass Weinbergschnecken die Gelege anderer Schnecken fressen würden, beruht möglicherweise auf Beobachtungen von Kannibalismus, der manchmal zwischen den Jungschnecken in der Bruthöhle auftritt. Weinbergschnecken sind auf einen Lebensraum angewiesen, in dem sie Kalk aufnehmen können. Diesen benötigen sie zur Stabilisierung ihres Schneckenhauses und zum Bau des Schutzdeckels für die Überwinterung. Wenn wenig Kalk in Boden und Gestein ist, bilden die Tiere nur ein dünnes, schwaches Gehäuse aus. Die Deckel sind mitunter leicht zerbrechlich oder pergamentartig, was die Lebenserwartung herabsetzt und die natürlichen Verbreitungsgebiete begrenzt. In Gefangenschaft können der Weinbergschnecke Sepiaschalen oder Eierschalen als Kalkquelle angeboten werden. Die Weinbergschnecke gehört zur Gruppe der Gastropoden, was so viel heißt wie Magenfüßer, denn hinter dem Kopf befindet sich auf der Sohle ihr muskulöser Kriechfuß. Beim Kriechen schützt der Schleim vor Verletzungen des Kriechfußes, so können die Tiere zum Beispiel über scharfe Gegenstände kriechen, ohne sich zu verletzen. Der feuchte Film auf der Haut schützt vor Austrocknung bei Hitze und in der Sonne. Bei Gefahr zieht sie sich in ihr Schneckenhaus zurück. Das Schneckentempo beträgt etwa 7 cm in der Minute, 4,2 Meter in der Stunde. Die Geschwindigkeit ist von der Lufttemperatur abhängig. Weinbergschnecken können sehr gut klettern. Der Schleim der Schnecke besteht zum großen Teil aus Wasser, Mukoproteinen und Polysacchariden. Er kann schnell viel Wasser aufnehmen, gibt es jedoch langsam ab. Der Schleim ist für die Schnecke lebenswichtig und hat verschiedene Funktionen, die dem Schutz und der Verteidigung dienen. Hiermit kriecht die Weinbergschnecke, eine feuchte Schleimspur hinterlassend und ihr Gehäuse tragend, über den Boden. Dabei streckt sie ihre 4 Fühler aus. Bei Angriffen kleiner Insekten kann die Schnecke größere Mengen Schleim produzieren und diesen zum Fernhalten der Angreifer schaumig aufblasen.
Beim Hochkriechen anwenden verhindert die bindende Wirkung des Sekrets verbunden mit einer Saugwirkung des Kriechfußes das Herunterfallen der Schnecke. Bei großer Trockenheit verschließt die Schnecke ihr Gehäuse mit einer dicken Schleimschicht oder baut ein externes Epipragma aus Schleim zwischen sich und einer glatten Unterlage. Die äußere Atmung erfolgt mit einem deutlich sichtbaren Atemloch, das in die Mantelhöhle führt, deren Wandung reich mit sauerstoffresorbierenden Blutgefäßen ausgestattet ist.